Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung hier bei Jungle Drum Radio, die wir übrigens aufgezeichnet haben. Und heute geht es um das Thema Voluntarismus. Was ist das? Nun, das ist eine ebenso alte wie auch neue Vorstellung des Zusammenlebens, des Miteinanders auf Augenhöhe. Und um das mal näher zu beleuchten, haben wir heute das Team von Freiwillig Frei hier. Die haben eine eigene Homepage, freiwilligfreizusammen.de. Hallo an euch und auch ein Hallo an den Jan, der nach wie vor hinten in der Technik sitzt und dort aus dem Verborgenen heraus uns hilft. Am besten, ihr stellt euch mal der Reihe nach vor. Fangen wir einfach mal oben an. Wer seid ihr und was macht ihr? Ja, hallo erstmal. Jetzt ist die Frage, was oben ist. Aber nachdem ich jetzt schon angefangen habe, stelle ich mich kurz mal vor. Also es ist sowohl freiwilligfrei.de und Info und sonstige Endungen könnt ihr alle eingeben, wenn ihr auf die Seite gehen wollt. Ich bin der Manuel, bin auch einer der Gründer des Projektes Freiwillig Frei, bin 33, komme aus München, bin selbstständig im Bereich Veranstaltungen und ja, was kann ich sagen, habe keine Kinder und bin eigentlich immer der, den man in den meisten Videos, wenn es ein Gesicht zu sehen gibt, dann halte ich meistens mein Gesicht für Freiwillig Frei in die Kamera. Deswegen kenne ich auch die einen oder anderen. Klasse, dann weiß ich, wer du bist. Dann haben wir noch den Peter hier. Hallo Peter. Hallo, ich bin der Sag Peter. Mal. Ich bin nicht einer von den Gründern. Das sind ja drei Gründer. Ich bin später dazugestoßen. Ja, ich bin 37 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder und ich mache bei Freiwillig Frei sehr viel im Videobereich. Ich mache viele Voice-Overs und Übersetzungen und produziere auch die Videos zusammen mit dem Micha. Und ja, beruflich bin ich auch selbstständig im Bereich Public Relations und Kommunikation und mache dort hauptsächlich Projektmanagement und Ghostwriting und ja, Printpublikationen. Und ich bin auch Trainer für Berufsorientierung. Das heißt, wie bewegt man sich möglichst frei, möglichst freiwillig frei auf dem Arbeitsmarkt? Das ist auch einer meiner Schwerpunkte. Und zu Freiwillig Frei bin ich gestoßen, weil ich im Voluntarismus sozusagen die philosophische Grundlage für meine Trainertätigkeit gefunden habe. Ja, so viel zu mir. Danke. Vorhin hast du schon den Micha angesprochen. Michael, wie bist du dazugekommen und was machst du sonst so? Ja, hallo, ich bin Michael, ich bin 38. Ich bin auch selbstständig, bisher in den neuen und alten Medien unterwegs gewesen, Print und Internet. Jetzt werde ich gerade Heilpraktiker. Ja, ansonsten bin ich halt, wie gesagt, auch Gründungsmitglied von Freiwillig Frei. Mach mit Peter zusammen die Videos und mach halt das ganze kreative Logo und sowas. Ja. Und Arbeit gibt es immer mehr als genug. Dann haben wir noch den Sandmann. Ist ein Synonym. Erzähl uns bitte noch mal ganz kurz was von dir und dann gehen wir auch gleich ins Interview selber. Ja, ich bin der Hauke. Ich bin, wie ich gerade irgendwie merke, der Rentner hier. Ich bin nämlich schon 43. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und bin auch selbstständig im Handelsbereich tätig mit Elektronik und so. Freiwillig frei tummel ich mich meistens im Forum und in den Kommentaren und versuche dort, ja, Dinge zu erklären, die bei den Lesern noch nicht so klar sind und die stellen Fragen und so. Und das ist dann so im Moment mein Lieblingsbereich, muss ich sagen. Und heute krächze ich ein bisschen, weil ich mir doch einen aufgesagt habe. Und ich hoffe, ihr versteht mich. Da noch ein paar gute Rezepte dagegen. Gut. Was ist Freiwillig Frei? Das ist jetzt schon mehrfach gefallen, das Wort oder der Name. Könnt ihr vielleicht mal kurz umreißen, worum es da geht? Nur wer traut sich? Puh, ich hätte es ja fast gemacht. Hat er mein Mikro noch gemutet? Also, es ist selber vielleicht auch ein bisschen schwierig. Also, wir sind ja eigentlich sehr informell, wenn man das so sagen kann. Es ist eigentlich eine Plattform, ein philosophischer Blog. Und der Name Freiwillig Frei, also, wir haben letztens auch schon mal ein Lob dafür bekommen. Das kam beim Brainstorming mehr oder weniger raus, einfach diese Freiwilligkeit nochmal zu betonen. Also, diese Verdopplung in sich. Wir wollen gerne freiwillig frei werden. Insofern sehen wir uns eigentlich als, ja, so eine Art Denkfabrik, könnte man sagen. Ja, eigentlich eine Plattform im Internet. Mehr ist es im Moment eigentlich nicht. Und ein Gedanke, den wir dadurch natürlich nach außen bringen wollen.
Das ist aber eine schöne Idee. Wobei jetzt mich die Frage natürlich quält, warum habt ihr das gegründet? Habt ihr euch vorher schon gekannt und gesagt, hey, lass uns mal eine Seite aufmachen? Oder habt ihr einfach euch wegen der Seite gefunden? Oder wie ist denn das gelaufen? Also kennengelernt haben wir eben Hauke, Michael und ich uns ja über YouTube, sage ich mal, und die Arbeit, die wir vorher schon selber gemacht haben. Also jeder von uns hatte entweder irgendwie einen YouTube-Channel und hatte da schon eigene Videos oder hat eben einen Blog betrieben, und wir hatten, haben halt so diesen gemeinsamen Nenner, dass wir irgendwie alle zum Thema Freiheit und Voluntarismus, beziehungsweise eher noch damals zum Thema Anarchie, einfach ein paar Videos gemacht haben oder Beiträge. Ja, dann hat man sich mal kurz geschlossen, hier, das ist ja cool, was du machst, Mensch. Es ist ja auch damals, muss man sagen, war es ja auch noch nicht so einfach, im deutschsprachigen Raum Menschen zu finden, die überhaupt so weit mit der Freiheit schon was zu tun hatten. Und dann war es eigentlich ganz klar, dass man halt zusammen mehr erreichen kann wie alleine, und nachdem man sich eben auch die Arbeit teilen kann, man die verschiedenen Stärken besser unterbringen kann, haben wir uns überlegt, dann lass uns halt zusammen eine Internetseite aufziehen, wo wir dann eben gemeinsame Sachen machen können. Ja, und das kann man ja jetzt ansehen, was dabei rauskommt. Und wie der Peter schon so schön sagte, kam er ja auch noch dazu. Und mittlerweile, glaube ich, haben wir 100, 110 Videos oder noch mehr. Und also ohne den Peter wären wir da auch gar nicht so weit jetzt in dem Videobereich auch. Ihr habt da ganz schön was geleistet schon, das stimmt. Und der Gedanke, gemeinsam statt einsam, der leuchtet auch völlig ein. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Thema der heutigen Sendung, Voluntarismus. Da wird mich mal interessiert, ja, was ist das denn eigentlich? Mal ganz grob umrissen. Vielleicht der Peter, mal zur Abwechslung. Ja, Voluntarismus ist eigentlich gar kein Ismus. Voluntarismus ist symbolisiert so eine innere Haltung, eine individuelle innere Haltung kontra initiierende Gewalt. Initiierende Gewalt heißt, dass ich ohne Grund jemanden irgendwie Schaden zufüge oder Gewalt antue. Das nennt sich Nicht-Aggressionsprinzip. Also Gewalt ist nicht vollständig ausgeschlossen, sondern nur die initiierende Gewalt. Also, dass ich als Erster anfange, Gewalt auszuüben gegen meine Mitmenschen. Gewalt als Reaktion auf Gewalt ist legitim im Voluntarismus. Das ist im heutigen Rechtssystem auch so. Also Stichwort Notwehr zum Beispiel. Entschuldige, an der Stelle muss ich kurz einhaken. Gewalt ist nicht gleich Gewalt. Wenn zum Beispiel eine empörte Gegenöffentlichkeit einen Shitstorm lostritt gegen Amazon, dann ist das auch eine Form von Gewalt, die ich für legitim halte. Es gibt aber auch Formen der Gewalt, die halte ich nicht für legitim. Und da müssen wir auch gleich von Anfang an ganz klar eine Trennlinie ziehen. Wenn irgend so ein Castor-Cop eine Demonstrantin zu Klump prügelt mit seinem Schlagstock, ist das genauso inakzeptabel, wie wenn irgendjemand einen Molotow-Cocktail auf einen Polizisten schmeißt. Also das finde ich, das sollten wir ganz klar festhalten von Anfang an. Gewalt und Gegengewalt führt wahrscheinlich zu noch mehr Gegengewalt und noch mehr Gegengewalt. Also Gewalt kann so gesehen kein Ziel sein. Ja? Also es muss auch noch andere Ziele und Mittel und Wege geben, mit denen der Voluntarismus seine Ziele verfolgt. Ja, im Voluntarismus ist es schon so, dass Gewalt praktisch nur in Notsituationen zulässig ist. Sonst ist jedes andere Mittel natürlich sehr viel geeigneter, um Konflikt zum Beispiel beizulegen. Und selbst wenn es zur Gewaltanwendung kommt als Reaktion auf Gewalt, dann nur im Rahmen der Verhältnismäßigkeit. Also es ist natürlich absolut nicht darstellbar, dass wenn jemand einen aus Versehen anrempelt, dass man ihm gleich irgendwie das Messer reinrammt oder sowas. Das ist Quatsch. Das ist selbstverständlich. Ja, im Moment sind wir ja ohnehin bundesweit, sogar weltweit massiver Gewalt ausgesetzt. Nur, dass im Grunde genommen die Täter nicht nur straffrei davonkommen, sondern auch noch Strafen verhängen, so nach dem Motto, haltet den Dieb, er hat mein Messer im Rücken, ja, und deswegen müssen wir vielleicht ein bisschen wegkommen von dieser Idee. Die Ziele und Absichten des Voluntarismus, wie würdest du die genau definieren? Also das Ziel ist ein freiheitliches Leben, und zwar aus einer individuellen Perspektive heraus und nicht aus dieser Ismus-Perspektive heraus. Und zwar das vor dem Hintergrund, dass wenn jeder Einzelne sich nach freiheitlichen Prinzipien und dem Nicht-Aggressionsprinzip verhält, dass sich daraus von alleine eine Gesellschaftsordnung ergibt, die erheblich friedlicher ist als das, was in sämtlichen Ismen
drinsteckt, in sämtlichen eigentlichen Ismen, also Kommunismus und Sozialismus und was es da alles gibt. Weil dieser Ismus bedingt immer, dass von oben herab irgendwas aufoktroyiert wird den Leuten, also selbst denen, die das nicht wollen. Und wenn man aus der individuellen Perspektive rangeht, dann ist das ganz anders. Also wenn ich persönlich in meinem Umfeld für ein freiheitliches oder freiheitlich orientiertes Leben und Handeln sorge, dann ergibt sich der Rest von ganz alleine. Also sozusagen der Weg ist das Ziel auch im Voluntarismus. Michael, wie würdest du das von deiner Seite aus beschreiben? Ihr seid ja sicher nicht immer genau derselben Meinung, sondern ihr habt sicher eure eigenen Standpunkte. Und es würde mich interessieren, wie deiner dabei ist. Sie geht also konform mit Peters Meinung. Voluntarismus ist eigentlich der friedliche Weg. Das hast du vielleicht am Anfang etwas missverstanden, dass wir drüber nachdenken, wie man gewalttätig Dinge erreichen kann. Das ist absolut nicht so, im Gegenteil. Ich denke, das habe ich nie angenommen. Ich wollte nur von vornherein jedem Missverständnis vorbeugen. Nee, okay, nur dass der Hörer das vielleicht nicht falsch versteht. Selbstverständlich, ja. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass man Frieden nicht herbeibomben kann und das Recht nicht eine friedliche Gesellschaft durch Zwang erreichen kann. Es geht einfach nur darum, dass wir halt keine Pazifisten sind und dass man sich halt nichts gefallen lassen soll, wenn man angegriffen wird oder wenn seine Familie angegriffen wird. Ansonsten, ja, geht es uns darum, gewisse Illusionen irgendwie wegzubekommen, weil wir sehen das Problem nicht in den Zielen, den die Menschen haben, weil die meisten Menschen, egal ob links, rechts, Mitte, haben dieselben Ziele. Sie wollen Gerechtigkeit, sie wollen Frieden und das Problem ist einfach nur in der Auffassung der Dinge. Und es gibt sicherlich verschiedene Ansichten darüber, wer der Täter und wer das Opfer ist und was Gerechtigkeit bedeutet. Und da versuchen wir die Leute irgendwie anzuregen, ihre Sicht der Dinge einfach nur zu überprüfen und zu sehen, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Ist es in sich schlüssig oder nicht? Und da versuchen wir einfach nur, Leute einzuladen, selber mal zu reflektieren, wie viel Sinn macht es eigentlich? Man könnte also meinen, der Kernbegriff ist Widerstand. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel sehr schön in Berlin. Da wurden jetzt einige Hausräumungen oder Wohnungsräume von erbosten Nachbarn und Anwohnern einfach verhindert, indem die sich vor die Wohnung gestellt haben und da einfach niemanden durchgelassen haben, bis dann das Räumkommando von der Polizei irgendwann entnervt wieder abziehen musste. Es ist offenbar so, ihr steht nicht alleine mit der Idee da. Für wie verbreitet haltet ihr das denn? Also vielleicht kann ich da kurz was dazu sagen. Also ich denke, dass es jetzt in den letzten 1,5 Jahren auch vielleicht dank unserer Hilfe im deutschsprachigen Raum schon auf jeden Fall was passiert ist. Also es gibt viele, die in so eine Freiheitrichtung im Moment arbeiten. Es gibt mehrere Blogs, Internetseiten, die auch zu dem Thema, sag ich mal, so aus dem Boden sprießen, wäre jetzt noch übertrieben. Es gibt dann natürlich auch noch die PDV, die auch natürlich auf ihre Art und Weise da auch viel Öffentlichkeitsarbeit macht. Und wenn man mal wirklich schauen würde, vor 2 Jahren, also da wusste ich selber noch gar nicht, was der Begriff Libertär bedeutet. Und ich wusste auch nicht, was Voluntarismus ist. Und wenn man zu mir gesagt hätte, hey, könntest du dir vorstellen, mal ein Anarchist zu sein, dann hätte ich gesagt, was, spinnst du? Weil ich auch mit diesem Begriff noch nicht wirklich was anfangen konnte. Insofern passiert richtig viel zurzeit. Im Verhältnis ist es aber sicherlich noch nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist natürlich auch bewusst, dass natürlich das vielleicht von Hunderten in die Tausende geht. Aber wenn man halt schaut, wir sind halt in einem Land mit 82 Millionen, da ist selbst 1, 2, 3, 4.000, die man mal mit einem Video erreichen kann, natürlich noch nicht wirklich viel. Aber es motiviert uns weiterzumachen. Und wenn es so weiter wächst, dann könnte es in 5 oder 10 Jahren natürlich ganz, ganz anders aussehen. Wir tun unseren Teil dazu bei und ich denke, viele andere auch. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr euch sicher seid, dass auch eine Notwendigkeit dafür besteht, Voluntarismus zu betreiben. Worin seht ihr diese Notwendigkeit?
Wo steckt der Auftrag? Naja, der Auftrag würde ich sagen, also ich persönlich jetzt gerade aufgrund der letzten Sätze, die da gefallen sind, finde es eigentlich sehr spannend, den Leuten zu zeigen, dass sie nahezu alle schon voluntaristisch leben, nicht? Also wenn die Zuhörer jetzt fragen, ja, was ist das, Voluntarismus, eigentlich müssen die Leute sich nur ihr eigenes Leben angucken. Nicht? Also wir rennen alle nicht durch die Gegend, klauen unsere Klamotten, wir überfallen nicht den Mann auf dem Wochenmarkt und rauben ihm seine Kartoffeln, wir fragen, wir tauschen, arbeiten zusammen, Arbeitsteilung, wir kommunizieren miteinander und wir gehen alle eigentlich friedlich miteinander um. Mhm. So, und wir leben privat alle so. Dieses privat-voluntaristische, wie wir alle leben, ist nur in dem Moment zu Ende, wo wir mit der Obrigkeit in Kontakt kommen. Da hört das mit dem freiwilligen Tausch und der freiwilligen Interaktion auf, sondern da wird sie uns aufgezwungen. Wir können dagegen nichts tun, wir können nur gehorchen und tun, was sie von uns wollen. Das endet dann da, dass wir unsere Kinder ab dem 6. Lebensjahr kasernieren müssen, in die Indoktrinationsanstalten schicken. Da werden sie geeicht und auf Spur gebracht, werden zu guten Bürgern gemacht. Das ist das Resultat. Und am Ende sind wir dann alle ganz gehorsam und wir gehorchen und steigen in unser Hamsterrad und sehen das als Karriereleiter. Das sind so die Dinge, das Resultat ist. Nicht? Also die Stimme geht schon wieder flöten. Vielleicht soll mal jemand sagt auf jeden werden. Fall. Ja gut, dann können wir ja den Ist-Zustand mal kurz aufzählen. Wir haben Konzerne und Bankenkartelle, die uns ihren politischen, wirtschaftlichen Willen aufzwingen. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, unsere Kanzlerin will unbedingt eine marktkonforme Demokratie. Von demokratiekonformen Märkten hat die noch nie was gehört. Vielleicht gibt es das auch gar nicht. Dann haben wir noch den militärisch-industriellen Komplex, der dafür sorgt, dass im Grunde genommen Milliarden von Menschen 8 Stunden am Tag arbeiten, aber nur 2 Stunden davon behalten können, weil der Rest im Grunde genommen an Reiche, an Industrielle, aber vor allen Dingen an diese wahnsinnigen Rüstungskonzerne gehen. Die USA, die geben 1 Billion Dollar im Jahr aus. Naja gut, 1 Billion Dollar, was ist das heute schon? Aber nur um damit Krieg zu finanzieren. Und dann gibt es eben eine reiche Kaste, die haben jede Menge Geld, ohne arbeiten zu müssen. Und dann gibt es eine arme Kaste, die müssen jede Menge arbeiten und haben aber kein Geld. Könnte man das so definieren, ja? Also wir haben erst einmal gar nichts gegen Reiche oder so, sondern wir haben eigentlich nur was gegen Zwang. Und ich bin noch nie von Microsoft zu irgendwas gezwungen worden. Ich bin auch noch nie von BP oder von Shell. Die haben noch nie bei mir geklingelt und mich zu irgendwas gezwungen. Der Zwang ist ja systembedingt. Und es ist sicherlich richtig, was du beschreibst, dass die hohen Etagen in Konzernen besser kungeln können, nicht mit dem Staat und Regulierungen zu ihren Gunsten beeinflussen. Nicht, das tut aber quasi ja jeder Bürger. Jeder Bürger wählt was und mault, er will lieber das und jenes. Das ist ja auch nichts anderes als Lobbyismus, nur dass der kleine Mann natürlich nicht die Möglichkeit hat und überhaupt nicht interessant ist für den Staat, um auf diese Forderungen und Wünsche einzugehen. Das sehen wir ja immer. Wenn wir mal analysieren, wie viele Wahlversprechen gebrochen worden sind in der Vergangenheit und wie viele erfüllt worden sind, also das ist schon eine große Unverhältnismäßigkeit, denke ich mal. Aber ja, generell zu sagen, es gibt Reiche und Arme und so weiter, das ist also nicht das, was wir im Fokus haben dort, sondern wir haben im Fokus den Zwang und die Möglichkeit der Regulierung, der Gesetze, der Rechtsprechung. Dieser Zwang wird eben genutzt und ist auch kaufbar. Also wenn man genug hat, kann man den kaufen, aber es liegt nicht daran, dass man genug hat, sondern dass die Jungs käuflich sind. Das ist ein Problem sicherlich. Das löst man am besten, indem man ihnen die Macht nimmt. Also nicht jetzt aktiv nehmen, das kann man nicht, sondern dass man sie stumpf in ihrer Machtfunktion nicht akzeptiert. Und das tun wir halt nicht als Anarchisten. Aber wenn nun sämtliche Zwänge wegfallen würden, meinst du, das wäre die optimale Lösung? Klar. Wenn wir jetzt das heißt, jeder kann bei Rot über die Ampel, es muss auch keiner mehr bremsen,
wenn der Stärkere den Schwächeren sein Portemonnaie wegnimmt, naja, ist halt auch. Das ist ja Zwang. Du hast gerade gesagt, wenn der Zwang weg ist. Also ob jemand bei Rot über die Ampel fährt, ist erst einmal stumpf seine Entscheidung. Das ist auch heute seine Entscheidung. Es fahren ja auch heute genug Leute bei Rot über die Straße. Nicht ein anderer Fall ist es, wenn jemandem sein Portemonnaie wegnimmt. Das ist Zwang und das ist Gewalt und das ist nicht zu rechtfertigen. Hm. Das ist aber auch nicht zu rechtfertigen, wenn der Staat das macht. Das ist genauso wenig zu rechtfertigen, wie wenn der Taschendieb nebenan das macht. Aber wenn der Staat jetzt diesen Rüpel dazu zwingt, dein Portemonnaie nicht anzurühren, sondern gefälligst in Ruhe zu lassen, dann ist das doch auch wieder in Ordnung. Nee. Sag ruhig. Ich war das, also vielleicht muss man das ein bisschen unterscheiden. Also wir haben vielleicht auch einen Grundsatz, den man mal auch in den Raum werfen muss, dass halt kein Zweck heiligt Zwang. Ja? Das, was du beschreibst, ist natürlich sowas wie, dass es vielleicht Regeln gibt und an die kann man sich halt natürlich auch halten. Wir halten uns so in unserem Leben eh auch an sehr viele Regeln freiwillig. Das ist aber ein großer Unterschied. Ob diese Regeln einfach von oben bestimmt werden und dann eben mit Zwang durchgesetzt werden. Ich empfinde es auch nicht als richtig, wenn ich jetzt jemanden beauftrage, in meinem Namen Zwang auszuüben. Du hast zwar jetzt das Beispiel anders gebracht, dass ich praktisch diesen Staat ja auch benutzen kann, um mich zu beschützen. Das mag dann vielleicht auch was anderes sein, aber es geht uns halt generell darum, dass wir einfach sagen, es ist niemals gerechtfertigt, einen Menschen mit der Androhung von Gewalt, was ja nichts anderes hinter dem Zwang steht, sonst müsste man das ja nicht durchführen, in irgendeine Richtung zu etwas zu zwingen. So, das ist einfach ein großer, sag ich mal, großer Grundsatz, den wir im Voluntarismus haben. Und das heißt aber nicht, dass wir nicht für ein geordnetes Leben sind, mit natürlich auch entsprechenden Regeln. Da gibt es genug Gründe, sowas sinnvoll zu machen, denn wenn Dinge sinnvoll sind, jetzt kommt nämlich der springende Punkt, dann muss man die Menschen auch gar nicht dazu zwingen. Ja? Also es macht Sinn, auf der Straße sich an Regeln zu halten. Ich glaube, ich würde auch gar nicht fahren wollen, wenn es hier nicht dieses Rechtsfahrgebot geben würde. Da hält sich jeder dran aufgrund der eigenen Sicherheit. Ein anderes schönes Beispiel, ich glaube, wir haben da sogar auch einen Artikel. Mittlerweile muss man sich auch mal die Schilderwald anschauen und wie viele Regeln eigentlich sind. Da gibt es auch Beispiele, dass zum Beispiel eine Straße, da ist halt Stau, da sind sonstige Ampeln und Verkehrsschilder und dann ist das alles einfach mal weg und die Autofahrer müssen wieder selber denken und dann fließt das und es gibt keinen Stau mehr. Und so ist vielleicht auch der Voluntarismus. Natürlich würden wir uns auf ein Rechtsfahrgebot einigen im eigenen Interesse, aber wir würden halt nicht generell sagen, an jeder Ampel muss jetzt gehalten werden. Vielleicht macht es auch Sinn, in der Nacht mal da zu fahren, im übertragenen Sinne. Dann müsstet ihr aber auch im Gegenzug dann davon ausgehen, so verstehe ich das, dass in einer egalitären, also in einer gleichberechtigten Gesellschaft mit einem gerechten Verteilungsschlüssel, mit Frieden, mit Freiheit, mit Solidarität und all diesen wunderschönen Attributen Zwang gar nicht mehr notwendig ist, weil die Leute dann von sich aus mitspielen. Was ist ein gerechter Verteilungsschlüssel? Naja, zum Beispiel so, dass jeder genug zum Leben hat, dass aber niemand so viel bekommt, dass er das in 10 Leben nicht ausgeben kann. Dass wir vielleicht auch mal zwischen privatem und öffentlichem Eigentum unterscheiden. Dass wir vielleicht auch sagen, okay, nehmen wir mal beispielsweise François Hollande, der hat gesagt, alle, die über 1 Million haben, die müssen 75% Steuern zahlen. Würde nicht weit mitkommen, aber immerhin ist es schon mal ein Anfang, ja. Eine Katastrophe ist das. Also ja. Wir sind völlig, völlig anderer Meinung. Er begründet das. Wir sind völlig anderer Meinung. Also wir haben nichts am Hut mit Gleichmacherei, mit Umverteilung, mit Zwangsenteignung und anderen was schenken und all solche Sachen. Damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Also es ist keine gute Tat, in der Fußgängerzone durch die Gegend zu laufen und einem reich aussehenden Menschen 10 Euro zu nehmen und sie in den Hut eines Obdachlosen zu packen. Da ist nichts Gutes an dieser Tat. Kein Stück. Was wäre besser? Das ist Unrecht, das ist nicht zu rechtfertigende Handlung. Kein Stück. Ja gut, ein reicher Mann hat genauso einen Anspruch,
darauf, dass er seinen Reichtum behalten kann, wie der andere Mensch auch. Also das ist ja völlig korrekt. Aber wie könnte man dann dafür sorgen, dass da nicht unbedingt ein Obdachloser mit dem Hut in der Kälte auf dem kalten Boden sitzt? Man kann eine Gesellschaft nicht planen. Ja? Wenn wir sagen, wie sieht eine voluntaristische Gesellschaft aus, dort wird auch ein Obdachloser auf der Straße sitzen und unter Umständen einen Hut vor sich liegen haben. Auch das passiert. Ja, das passiert auch heute. Was wir mit dem Voluntarismus bezwecken, ist Vorschläge machen, wie eine Gesellschaft möglichst konfliktfrei miteinander zusammenleben kann. Also nicht eine Gesellschaft, sondern Menschen in einer Gesellschaft möglichst konfliktfrei miteinander zusammenleben kann. Und das Ergebnis ist eine bestmögliche Wohlstandsentwicklung. Die Leute haben durch Arbeitsteilung, geht es ihnen besser. Sie können sich einbringen. Sie sind nicht reguliert. Keiner muss jemandem sagen, du musst erst 27 Scheine hier machen und 28 Scheine dort machen, um eine Tätigkeit auszuüben. Es gibt keinen Mindestlohn. Keiner, der nicht den Wert von 10 Euro die Stunde hat, ist darauf angewiesen, Hartz IV zu kriegen und so weiter. Also wir sind da völlig auf einem ganz anderen Dreh als die Umverteilungs- und Gleichmachergeschichte. Gut, das ist doch schon mal eine Aussage, mit der ich was anfangen kann. Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt kurz mal unterbrechen muss, aber wir haben 19.30 Uhr und wir haben uns damals vorgenommen, dass wir immer alle halbe Stunde mal einen kurzen Musiktitel einlegen, damit wir uns ein bisschen entspannen können, und danach geht es dann gleich weiter. Aber jetzt muss erstmal der Jan ran als DJ. Leg mal bitte was auf, Jan. So, kommen wir doch mal zu der Krise, die uns alle dermaßen schüttelt im Moment. Offiziell hat die Krise ja 2008 begonnen, aber in Wirklichkeit habe ich den Eindruck, war sie permanent vorhanden und ist nie gegangen und hat sich jetzt lediglich verschärft und zugespitzt durch das System, in dem wir leben. Seht ihr das auch so? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Geschichte wiederholt sich ja so oder so. Also wenn man einfach mal unser Geldsystem ansieht, dann ist es etwas, was sich wiederholt hat. Im Moment, ja, erleben wir halt eine ganz spannende Phase, sodass man halt langsam an die Substanz kommt. Vorher hat man uns halt noch beklaut und es war immer noch genug im Kühlschrank da und es war vielleicht auch noch genug auf irgendwelchen Sparbüchern, aber jetzt haben wir ja, wie du ja auch vorhin schon erklärt hast, so, wir sagen immer, wir sind so 70% Sklaven, weil wenn wir am Tag 10 Stunden arbeiten, 7 Stunden arbeiten wir für irgendjemanden, nur nicht für uns selber. Und diese Schraube wird halt einfach angezogen. Das Geld ist ja im Endeffekt, wäre es besser aus dem Fenster rausgeschmissen. Diese Schuldenspirale ist ja nicht mehr aufzuhalten und ich denke, dass es jetzt halt nur noch so darum geht, wie viel wir uns noch gefallen lassen, beziehungsweise wie viel man halt bei uns noch holen kann. So lange wird sich das Spiel noch drehen. Und dann sind wir wahrscheinlich die Letzten in Europa, die noch bluten und dann, ja, was passiert, kann ich natürlich auch nicht sagen. Ja, aber die Angst kriecht vom Rand zur Mitte hin, so nach und nach. Das merke ich deutlich. Und im Grunde, ja klar, ploppen einfach immer mehr Fragen auf. Die Leute fragen sich, wir produzieren mehr, als wir jemals verbrauchen können. Wir schmeißen ein Drittel Essen weg, wir schmeißen ein Drittel der verschriebenen Arzneien weg, aber wir müssen unbedingt eine Wirtschaft haben, die jedes Jahr wächst. Warum vergeuden wir 2/3 unserer Arbeit und unserer ganzen Ressourcen für völlig unnütze Leistungen? Oder warum müssen immer mehr Menschen bis zum Umfallen arbeiten, während andere nicht arbeiten dürfen und sich deshalb sogar stellenweise das Leben nehmen? Arbeit für alle? Das ist doch eigentlich keine besonders schöne Vorstellung. Wichtig wäre doch vielmehr, dass jeder so viel Arbeit hat, wie er will und braucht. Ich meine, wenn Arbeit wirklich so toll wäre, dann würden die Reichen sie bestimmt nicht mit uns teilen, sondern für sich beanspruchen. Also, wie siehst du dieses System oder dieses Verhältnis Arbeit und Einkommen, Arbeit und Staat, Arbeit und Mensch, Arbeit und Leben? Also wir sehen dann einen Schlüssel von der ganzen Problematik, die du angesprochen hast. Also egal ob Kriege oder dieses zunehmende Hamsterrad und dieses ganze Geld und dieser Überschuss auf der einen Seite und die ganzen Defizite auf der anderen Seite. Wir sehen da einen ganz großen Schlüssel drin in dem staatlichen Gewaltmonopol.
wenn es das nicht geben würde, dann wäre die Lage völlig anders. Also wenn man, egal welchen Bereich du jetzt angesprochen hast, also die Bankenkartelle, den militärisch-industriellen Komplex, die Kriege, wenn man das staatliche Gewaltmonopol aus der Gleichung entfernt, wie sieht die Lage dann aus? Also die Konzerne, die gegen die Interessen der Menschen handeln, zum Beispiel Monopolstellungen etc. Und wir sind der Überzeugung, dass wenn man dieses staatliche Gewaltmonopol herausnimmt oder herausrechnet, dass das alles in sich zusammenfällt, weil dann hat man diese kleingekammerten Strukturen, dann hat man wieder mehr Dynamik drin, die Leute sind untereinander im Wettkampf um die besten Ideen und ja. Also du meinst, die Menschen würden es überleben, wenn man den Staat abschafft? Wenn man das von heute auf morgen macht, dann wäre das sicher eine sehr große Katastrophe, weil man hat ja die Leute zur Abhängigkeit auch erzogen. Also man weiß sicher, wie hoch die Staatsquote ist und der ganze Sozialbereich, wie sehr abhängig die Menschen davon sind. Und wenn man anfängt, das jetzt über Nacht einfach zusammenzustreichen, dann hat man die Leute auf der Straße und dann gibt es wirklich absolutes Chaos. Oder ja. Und ja, die Leute fangen an, dann sich an die Gebäude zu ketten und die Autos anzuzünden und so weiter. Und das ist auch was wir nicht wollen. Also was wir wollen ist, das fängt bei der individuellen Perspektive an. Also versuchen für sich zu gucken, wie kann ich mein Leben organisieren, ohne auf dieses Gewaltmonopol in irgendeiner Form angewiesen zu sein oder in irgendeiner Form damit zu tun zu haben. Wie komme ich mit den Leuten klar, ohne dass ich auf diesen ganzen Subventionskram und auf, was weiß ich, Recht und Gesetz angewiesen bin und diese Gewaltinfrastruktur nutzen muss? Und je mehr man das schafft, sein Leben zu organisieren, frei von diesem ganzen Kram, desto überflüssiger wird der Staat. Er wird dann irgendwann mal völlig uninteressant. Und das ist das, woran wir arbeiten. Also wir arbeiten praktisch an dieser inneren Einstellung der Leute. Das heißt, es geht im Grunde darum, dass die Leute den Staat nicht angreifen, sondern sich einfach umdrehen und weggehen und den Staat höflich ignorieren. Und dadurch ließe sich eine Revolution vermeiden, aber dafür ließe sich ein vernünftiger, geregelter Übergang in eine vernünftigere Gesellschaftsordnung dann erreichen. Ja, auf jeden Fall. Also ein Bereich, um den ich mich sehr stark kümmere, ist eben das Thema Arbeit und Beruf und wie kann ich mich am Arbeitsmarkt einfach frei bewegen und mir dort Optionen erschließen, was mich am Ende dazu in die Lage versetzt, eben nicht für den Staat oder einen von seinen Krakenarmen zu arbeiten, sondern für ein Unternehmen, was wirklich den Menschen nützt und was möglichst ohne diese staatliche Gewaltinfrastruktur auskommt. Und im absoluten Idealfall arbeite ich für ein Unternehmen, was in direkter Konkurrenz zu irgendeiner staatlichen Leistung steht. Und im absoluten Überidealfall gründe ich ein solches Unternehmen und leite das und führe das zum Erfolg. Also das heißt, so meine Perspektive. Ein Unternehmen ohne eine Chefetage und eine Hierarchie kannst du dir trotzdem nicht vorstellen, oder? Auch kann ich mir durchaus vorstellen. Also solange es auf den Grundsätzen der Freiwilligkeit basiert, also es gibt Leute, die fühlen sich in Hierarchien wohl und sicher. Da ist jeder Mensch unterschiedlich. Also Hauptsache, okay, Dieses Element des Zwangs ist nicht drin. Also wenn jemand die Auswahl hat zwischen einem sehr hierarchischen Unternehmen und einem, was mit einer sehr flachen Hierarchie ausgestattet ist oder mit gar keiner, der sollte sich doch frei entscheiden können, wofür er arbeitet. Gut, im Moment ist das allerdings nur graue Theorie. Deswegen meine Frage nochmal in die Gesamtrunde. Wie ließe sich die Richtigkeit von dieser Theorie denn jetzt ganz klar beweisen? Oder ja, wie könnte ein Voluntarismus aussehen, auf den man draufklopfen kann? Dass man wirklich real erfahrbar ist für die Menschen. Denn Theorien muss man nicht immer unbedingt glauben, aber sobald die Menschen sehen, Tatsache, das funktioniert, da habe ich was, das hat Hand und Fuß, dann kann man die überzeugen damit. Ich würde da widersprechen. Also man sieht es ja an allen Ecken und Enden, wie es funktioniert. Nehmen wir beispielsweise viele deutsche Kleinunternehmen oder Mittelstand, also viele von denen sind Weltmarktführer. Und das ist das wirtschaftliche Rückgrat der Wirtschaft in Deutschland. Das sind nicht die großen Konzerne, die sehr stark mit dem Staat im Bett liegen und über Lobbyismus und so weiter die Gesetzgebung beeinflussen, sondern das ist der Mittelstand, der auf freiwilligen Prinzipien gute Leistungen bringt. Und natürlich sieht man das nicht so stark, weil wenn man die Zeitung aufschlägt, also dieser
etatistisch mediale, massenmediale Komplex ist das, mit dem man ständig konfrontiert ist, dann sieht man das nicht, aber man muss sehen, dass 2/3 der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse sind in den Händen des Mittelstandes und in den Händen von Kleinunternehmern. Und das ist wahre soziale Sicherheit, das ist wahre wirtschaftliche Stabilität. Dieses ganze Konzerngedöns, das kann man so ziemlich vergessen. Also das richtet ja so einfach die Fahne nach dem Wind. Und dann auch ein ganz großer Bereich, das ist unser Privatleben. Also ich glaube nicht, dass einer von euch irgendwie ständig rausgeht und irgendwelche Leute zu irgendwas zwingt. Das würde dem Traum nicht einfallen. Also das ist auch ein sehr großes Beispiel. Wenn man, also ich sage immer, willst du Voluntarismus kennenlernen, dann guck in den Spiegel. Also jeder ist in seinem Privatleben, zumindest wenn er nicht einen völlig aneinander Klatsch hat oder irgendwie Gewaltverbrecher ist, ist er schon Voluntarist. Noch ein gutes Beispiel ist ja eBay, nicht? Also wenn wir uns eBay angucken, da sind wie viele Millionen von Transaktionen jeden Tag. Ich kann bei irgendeinem Typen, den ich nicht kenne in Amerika, irgendeinen Pinökel für 5 € kaufen. Ja, ich kenne ihn nicht, der kennt mich nicht. Ich überweise ihm das Geld nach Amerika und sieh da, der Typ schickt mir doch tatsächlich die Ware. Warum macht er das? Also gerichtlich belangen kann ich ihn nicht, in keiner Weise. Für 5 € würde ich nie im Leben irgendwas machen gegen jemanden, der in Amerika ist. Wie kommt denn das? Weil eBay andere Möglichkeiten schafft, als sie der Staat hat. eBay baut ein Reputationssystem auf, das den Leuten zukünftige Geschäfte ermöglicht, wenn sie denn eine gute Reputation haben. Und, nicht? Wenn, so ist es ja privat auch. Wenn ich den Leuten ständig gegen die Schienbein trete, meidet man mich. Man meidet mich. Ich habe nichts davon, wenn man mich meidet. Ich verdiene nichts, niemand will mit mir handeln. Das sind alles Dinge, die wir kennen. Das ist kein Hexenwerk, ist überhaupt nichts Neues. Gucken wir in den Spiegel, gucken wir unser Leben an, gucken wir eBay an, haben wir genug Beispiele dafür, wie Voluntarismus funktioniert. Mhm. Aber vielleicht noch so ein Ergebnis, so ein ganz konkretes Ergebnis von voluntaristischen Prinzipien ist quasi das gesamte Wirtschaftsrecht und das Zivilrecht, also das BGB sozusagen. Das ist praktisch aus voluntaristischen Prinzipien Handlungen, die sich immer wieder wiederholt haben, also im Prinzip Verträge abschließen und sich gegenseitig auf die Vertragsbestandteile in freiwilliger Art und Weise darauf zu verpflichten und auch die Konsequenzen, die damit verbunden sind. Das hat alles nichts mit Zwang und Gewalt zu tun. Und daraus ist das praktisch entstanden, das gesamte Zivilrecht, das Handelsrecht, große Teile des Wirtschaftsrechts. Mit dem Strafrecht ist es anders und mit dem öffentlichen Recht ist es erst recht anders. Also da hat der Staat praktisch angefangen, seine Finger reinzustecken und diesen Bereich für sich zu okkupieren und da dieses Gewaltelement praktisch mit reingebracht. Nun hat, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, entschuldige, ein gutes Beispiel gebracht mit gegen das Schienbein treten. Wenn mir jemand gegen das Schienbein tritt, dann mache ich künftig einen Bogen um ihn. Das geht allerdings nicht, wenn der Staat mir gegen das Schienbein tritt. Um den komme ich einfach nicht herum. Wie kann man da eine Kursänderung erzwingen, auf gut Deutsch, obwohl ja Zwang nicht richtig sein soll? Also wie könnte man die Leute dazu bringen, dass sie den Staat wieder beanspruchen als souverän? Gar nicht. Gar nicht. Also das Ding ist ja, dass der Staat ja eigentlich nicht existiert. Der Staat ist ja eigentlich eine Illusion oder ein Aberglaube. Es ist ja nichts anderes, als dass die Menschen, ja, wir machen das in unserem Kopf möglich, weil wir den Aberglauben haben, dass es Menschen geben kann, die das Recht haben, über andere Gewalt auszuüben, zu herrschen zu dürfen. Und ansonsten existiert es ja nicht. Was ist denn der Staat? Oder sagen wir mal die Regierung, um das mal genauer zu definieren. Sie existiert eigentlich nicht, die Regierung. Es existieren die Gebäude, es existiert die Polizei, es existiert die Gewalt, die Polizei ausübt. Ja, die Panzer, die existieren. Aber die Autorität, die wir diesen Menschen zubilligen, ist nur in unseren Köpfen drin. Und unser Ansatz ist es, diese, man kann auch sagen, Halluzination den Menschen bewusst zu machen, indem sie in sich selber reingucken und
genau das hinterfragen. In meinem Privatleben, was ich zu 100%ig voluntaristisch lebe, würde ich, wie du schon selber gesagt hast, niemanden akzeptieren, der mich beklaut. Wenn wir dann das über heißt, die, ja, ja? Das heißt also, Angies Kanzlerschaft ist nicht Gott gegeben und die Leute müssen sich darüber nur im Klaren sein, dass sie eben nicht alternativlos ist. Genau, genau. Es ist, die Vorstufe war, dass die Leute gesagt haben, Gott hat mir das Recht gegeben. Die Leute haben diesen Aberglauben aufgegeben durch die Aufklärung und dann haben sich die Herrscher was Neues einfallen lassen. Passt auf, wir machen das in eurem Namen. Ihr legitimiert uns und alles, was wir dann machen, wenn wir euch berauben, machen wir ja zu eurem Guten oder ist es was Gutes, wenn wir das machen, weil ihr uns ja dafür legitimiert haben. Und das ist der ganze Trick und diese Kulisse muss fallen, in den Köpfen der Menschen. Anders geht es nicht. Man kann das nicht erzwingen. Man muss die Leute einladen, darüber zu reflektieren. Wo sind die Widersprüche? Was akzeptiere ich in meinem Privatleben? Nicht, würde ich niemals akzeptieren, dass mich jemand dreimal belügt, dann kann er sich aus meinem Leben verpissen. Die Politiker machen das ständig. Mich kann einer einmal beklauen und dann ist er weg. Und wir akzeptieren das im Mikrokosmos nicht, aber im Makrokosmos nicht nur, dass wir das akzeptieren, wir halten das für was Gutes. Es ist was Gutes, Leute zu beklauen. Und, das ist ja klar, dann kannst du ihnen nicht auf die Finger schauen, wenn sie die in deiner Tasche haben. Ja, das ist eben Usus bei uns. Okay, ich würde gerne mal auf die Werkzeuge zu sprechen kommen, die der Voluntarismus benutzt. Eines der Hauptwerkzeuge ist ja meiner Meinung nach die Gegenöffentlichkeit. Auch das, was wir hier gerade betreiben, ist ja Gegenöffentlichkeit. Also die definiert sich im Grunde durchs Internet. Und deswegen würde mich eure Einschätzung zur Macht des Internets mal interessieren. Kann ich ja vielleicht mal kurz wieder sagen. Ansonsten ist ja auch der Michael unser Social Network Master, könnte man sagen. Also ich sehe das natürlich sehr entscheidend. Mir gefällt nur jetzt das Wort Gegenöffentlichkeit eigentlich gar nicht, weil das ist eigentlich meine Öffentlichkeit. Also ich empfinde, da ist nichts gegen, sondern das ist halt die Öffentlichkeit, so wie sie wahrgenommen werden kann auf der einen Seite und wie wir sie natürlich aktiv betreiben. Ich denke, dass zu diesem Tool Internet, was natürlich über unsere Internetseite diverse YouTube-Videos, natürlich auch sowas wie Facebook und die sozialen Plattformen sind da sehr wichtig, ist eigentlich unser wichtigstes Tool die Logik. Ich denke, dass das eigentlich etwas ist, wo wir uns vielleicht auch unterscheiden von anderen. Vielleicht auch noch eine Sache, die mir ganz am Anfang noch auf der Zunge gelegen ist quasi. Wir beschreiben ja überhaupt nicht konkrete Lösungsansätze. Ab und zu sprechen wir darüber, aber der Voluntarismus ist eigentlich der Weg dahin. Also wir möchten eigentlich den Weg beschreiben, wie Lösungsansätze gefunden werden sollen. Wie dann die Lösungsansätze an sich aussehen, das können wir nicht wissen und wollen wir auch gar nicht wissen. Da gibt es ja so viele Menschen auf dieser Welt, die ganz andere tolle Ideen haben. Nur wir möchten halt einen Rahmen schaffen, wie man eben im besten Fall an Lösungen gerät, nämlich ohne initiierende Gewalt und Zwang. Und da ist natürlich dann die Logik unser bester Freund. Jetzt nochmal kurz aus Internet. Ohne Internet würde es uns nicht geben. Das ist mir natürlich auch klar, aber mindestens genauso wichtig ist es auch, dass man das halt in seinem Leben auch umsetzt, so gut wie es geht. Ich denke mal, ich werde vielleicht vielen der Hörer auch aus dem Herzen sprechen. Ich tue mir selber auch schwer mit den engsten Verwandten, teilweise auch bei mir in der Familie, obwohl die habe ich nach ein, zwei Jahren schon rumbekommen. Aber es ist natürlich ganz schwierig, auch mit solchen Themen Freunde zu erreichen. Aber das ist mindestens genauso wichtig, das dann vorzuleben. Die sehen, dass es mir gut geht. Dann interessieren sie sich vielleicht auch dafür, was bist du eigentlich jetzt für eine Idee da? Was machst du da eigentlich? Also selbst bei mir im Freundeskreis belästige ich die nicht mit meinem Voluntarismus. Gut. Wie siehst du denn die Relevanz des Internets? Also jetzt nicht das Internet, sondern sagen wir mal des politischen Internets, nennen wir es mal so. Und da spreche ich eben doch von Gegenöffentlichkeit, weil es im Grunde genommen eine Gegendarstellung ist zu dem, was die Mainstream- und Konzernmedien ständig verbreiten, denn die lullen uns von morgens bis abends so ein, dass wir gar nicht mehr klar sehen können. Und deswegen finde ich Aufklärung da sehr, sehr wichtig. Es stellt sich nur die Frage, sind wir ein
illustrer Club von wenigen, die sich gegenseitig die immer gleichen Meldungen zuschieben? Oder denkst du schon, dass da sehr wohl eine Breitenwirkung auf die Masse erzielt werden kann? Also ich denke, darf ich, oder? Ja, sicher. Ja, sicher. Ja. Gut. Also ich denke, dass die neuen Medien sozusagen, ich tue mich auch schwer mit dem Begriff Gegenöffentlichkeit, also dass die schon eine sehr große Rolle spielen und ich sehe den großen Vorteil in dieser technischen Barriere, die jetzt gefallen ist, und zwar endgültig. Das merkt man ja daran, wie schwer es die Zeitungen inzwischen haben, wie schwer es das Fernsehen hat inzwischen, wenn es um Berichterstattung geht. Es reicht ja inzwischen, das Smartphone einzuschalten und einfach irgendwo drauf zu halten und mit einer ganz kurzen Videosequenz, die man irgendwo hochladen kann, kann man den gesamten massenmedialen Apparatus, der sich eben immer auf diesen technischen Vorsprung und auf diese technische Barriere zurückberufen konnte, sich damit absichern konnte, kann man dann aushebeln. Und das ist ein Riesenvorteil. Deswegen denke ich nicht, dass das ein illustrer Club ist, sondern die neuen Medien eine ganz, ganz wichtige, entscheidende Funktion haben, wenn es darum geht, für mehr Aufklärung zu sorgen. Und zwar jetzt, um wieder zum Voluntarismus zurückzukommen, in der Hinsicht, als dass wir die Sachen einfach wesentlich transparenter über die neuen Medien darstellen können, als es jetzt die Massenmedien tun. Also dieses Spin-Doctoring und diese verzerrende, manipulierende Darstellung, das nimmt ja immer weiter zu. Und indem man praktisch den grellen Scheinwerfer auf die Wahrheit halten kann, durch die neuen Möglichkeiten, die sich uns bieten, wird die Absurdität dessen, was da draußen eigentlich passiert, immer transparenter für die Leute. Und dann fangen die Leute an, eben sich eigenständig zu informieren und sich ihr eigenes Urteil zu bilden, weil es ja eigentlich nicht sein kann. Dass es auf der einen Seite wird einem die schöne Welt suggeriert im Fernsehen und im Radio, und auf der anderen Seite gibt es da Leute, die mit ein paar Mausklicks eben zeigen, wie es tatsächlich aussieht. Also insofern würde ich das auf gar keinen Fall unterschätzen, was da momentan passiert. Und wir leben in der Hinsicht in einer extrem spannenden Zeit. Oh ja, unbedingt. Und vor allen Dingen besonders spannend finde ich es, wenn man sich die Kommentarspalten von den öffentlich-rechtlichen Medien oder überhaupt von den Mainstream-Medien mal anschaut. Das dauert ja so ein Beitrag mit, sagen wir mal, falschen Inhalten oder verzerrender, manipulativer Darstellung. Der ist gerade mal eine halbe Stunde im Netz und dann kommen schon die Kommentare, die ihn verreißen, die ihn wirklich in Grund und Boden schreiben und aber auch wirklich dabei ganz präzise Argumente aufführen, das Ganze sinnvoll begründen und auch Quellen angeben, über die man sich stattdessen informieren kann. Mitunter kommen die Verlage gar nicht hinterher mit dem Wegzensieren von den vielen Kommentaren, weil es einfach die Öffentlichkeit schon aufwacht. Oder bilde ich mir das nur ein? Vielleicht bin ich da ja auch ein bisschen naiv, aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass die Menschen aufwachen. Ja, also ich auch, ganz klar. Und das merkt man ja schon an der Reaktion von der ganzen massenmedialen Veranstaltung. Jetzt mit dieser Haushaltsabgabe, also da versuchen sie sich über das Element des Zwangs und der Gewalt eine Einkommenssicherheit zu schaffen oder eine Finanzierungssicherheit. Das tun die nicht ohne Grund, dass sie uns jetzt alle dazu zwingen, ihren Kram zu bezahlen. Also wirklich alternativlos dazu zwingen, mit brutaler, brachialer Gewalt. Wenn ich die GEZ-Gebühren nicht zahlen will, weil ich gar keinen Fernseher habe. Ich hab gar keinen Fernseher und ein Radio schalte ich sowieso nicht mehr ein, weil mich das einfach überhaupt nicht interessiert, was die da bringen. Ich muss es trotzdem bezahlen. Ist vor kurzem abgebucht worden von meinem Konto. Wenn ich das jetzt zurückbuche, dann kommt irgendwann mal ein Brief und dann kommt irgendwann mal noch eine Mahnung und dann kommt irgendwann vom Amtsgericht irgendwas und mit einem Siegel drauf. Und wenn ich die Zahlung weiter hinauszögere, dann klingeln irgendwann die grünen Männchen bei mir und wollen mich mitnehmen und mich eben zur Zahlung zwingen. Und wenn ich mich dagegen wehre, dann stecken die mich in einen Käfig rein. Und wenn ich mich dagegen wehre, dann tun die mir weh, dann verletzen die mich. Und wenn ich dagegen dann Notwehr einsetze, dann kann es sein, dass sie mich schwer verletzen und dass ich dabei ums Leben komme. Also es ist, so muss man das immer runterbrechen für die Leute, was da eigentlich passiert. Und jetzt Thema GEZ-Gebühren, das passiert nicht ohne Grund. Also es ist so eine Art Panikreaktion von den Massenmedien, dass sie zu solchen Mitteln greifen müssen und die Politik im Prinzip durch massive Lobbyarbeit oder vielleicht passiert es auch umgekehrt, keine Ahnung, vielleicht hat die Politik den Eindruck, die massenmediale Macht schwindet einfach und deswegen führen sie solche Maßnahmen ein. Oder das zweite Beispiel ist dieses sogenannte Leistungsschutzrecht. Das ist auch genau die gleiche Veranstaltung wie GEZ. Also es ist einfach nur Zwang und
und Gewalt und Kontrolle und Unterdrückung und ja. Wobei, das kann nach hinten losgehen. Wenn Google einfach die Verlage rausschmeißt aus seiner Suchleiste, dann entgehen denen ungefähr 25-30% ihrer Einnahmen. Also da haben die sich ins eigene Knie geschossen. Die. Mhm. Ja, ich würde am liebsten sagen, dass es Idioten sind, aber weil ich dann Ärger kriege, denke ich es mir mal besser nur. Ja gut, das heißt auch eine vergleichsweise kleine, und ich nehme ihn jetzt nochmal in den Mund, Gegenöffentlichkeit, denn wir sind gegen die Öffentlichkeit. Die kann eben dennoch sehr wohl gesellschaftliche Veränderungen bewirken. Wie siehst du denn die Risiken und die Chancen, also jetzt gerade in dieser Zeit, aber auch zukünftig, auch wieder in die große Runde? Dann sage ich doch mal wieder was und dann gehe ich gleich noch das Wort weiter. Also Risiken und Chancen. Also ich denke, das ist eh wieder eine Medaille mit zwei Seiten. Peter hat es auch ganz schön geschrieben. Ich denke, das ist so ein bisschen wie so ein Dampfkochtopf. So, ich kann mich noch erinnern, meine Mutter hatte sowas. Und ich glaube einfach, dass es komplett unterschätzt wurde, was mit dem Internet passieren kann. Und irgendwann mal sind die halt dann aufgewacht und jetzt merken sie halt, scheiße, wir haben uns hier quasi unser eigenes Grab vielleicht geschaufelt, wie auch immer. Also bei den Medien ist es auf jeden Fall so. Ich denke, dass das Risiko darin besteht, dass wir vielleicht jetzt im Moment falschen Rettern in die Arme rennen. Das ist auch mit ein großer oder eine wichtige Aufgabe, die wir uns bei Freiwillig Frei gesetzt haben, dass wir halt eben die Menschen so weit aufklären, dass sie sagen so, hey Moment, ich brauche ja gar keinen Retter, ich bin eigentlich mein eigener Retter. Wer soll denn sonst mich retten, außer ich selber? Da sehe ich halt schon auch Risiken, dass wir vielleicht in einem noch totalitären System uns bald sehen. Und die große Chance ist natürlich, ja, dass im Endeffekt, das kann einen Tag dauern und man hat vielleicht mit einem Video oder einem Artikel, keine Ahnung, wie viele tausende Menschen erreicht. Das Internet ist da einfach so, auch die Sachen stehen ja ewig im Netz. Also wir haben überhaupt keinen Einfluss drauf, was mit unseren Inhalten passiert. Jeder darf die auch bei sich hochladen auf die Channels. Wir rufen dazu auch wirklich auf. Also wir halten ja nichts von Copyright. So, es ist nett, wenn man uns als Quelle angibt, wenn man den Inhalt als Ganzes wiedergibt, aber ansonsten, sage ich mal so schön, feel free. Keine Ahnung, wie viele Leute da jetzt schon was im Netz haben. Und ich glaube schon, dass es irgendeinen Punkt geben wird, vielleicht kann man dann auch den Begriff Shitstorm hier wieder nennen, wo halt dann vielleicht in den Medien irgend so ein Schwachsinn läuft, mal wieder irgendein Video, was vor 7 Jahren schon mal gebracht wurde, als Beweismaterial genommen wird, weil man halt wirklich nur noch mit billigen Arbeitskräften irgendwie zurechtkommen, weil denen wahrscheinlich das Geld schon ausgeht. Ja, und dann kann es auch ganz schnell passieren, dass da innerhalb von Tagen die Öffentlichkeit die Ohren so gespitzt hat, wie es noch nie der Fall war. Und ja, da wollen wir halt auf jeden Fall auch zur richtigen Zeit auch eben parat stehen, sodass man halt eben auch an den Gedanken des Voluntarismus stoßen kann. Und dann schließt sich vielleicht jetzt auch so der Kreis, was du vornehmlich gemeint hast. Ich habe selber auch schon ein Problem damit, dass ich mir sage, so wir befruchten uns die ganze Zeit selber, wenn wir halt nur in dieser Internet-Community bleiben. So, wir schreiben die Artikel für die gleichen Leute, die dann anfangen, selber Artikel wieder zu schreiben und dann lesen doch wieder die anderen Blogbetreiber. Das geht natürlich in so eine Richtung, aber ich denke, dass es so wie so ein Becken ist, was halt immer mal wieder überschwappt. Und dieses Überschwappen müssen wir halt provozieren und dann kann daraus halt auch ganz schnell eine größere Welle werden. Vielleicht noch ganz kurz, ich denke, ein wichtiger Punkt ist dazu auch die Anonymität im Internet vielleicht mal zu verlassen und sich halt auch mal trauen, solche Themen in der Realität anzusprechen. Damit wäre schon viel getan, weil es gibt so viele Menschen, die im Internet auch wahnsinnig aktiv sind, aber dann eigentlich nicht zu ihren Inhalten stehen, sich dann unter Synonymen oder Blogs verstecken. Und das ist schwierig, meiner Mutter zum Beispiel sowas zu zeigen. Also ich kann meiner Mutter nicht glaubhaft irgendwie einen Videobeitrag mit einem Synonym schicken und sagen, hier, schau mal, das ist ein Blogger, hör dir das mal an. Also man erreicht natürlich auch die neuen Menschen, die noch gar keine Ahnung haben, auch natürlich umso seriöser und glaubwürdiger man auftritt. Also mit offenem Visier. Gut. Ja. Ja. Peter, du wolltest auch noch mal was zu den Risiken und Chancen sagen? Ja, vor allem zu den Chancen. Also ich sehe die große Chance darin, dass also jetzt der Voluntarismus auf einen sehr breiten, kleinsten gemeinsamen Nenner aufbaut. Also, und der ist ganz einfach zu verstehen. Also es ist nicht okay, Leuten, die niemandem etwas getan haben, Gewalt anzutun. Das versteht jeder. Und auf der Basis
ist zumindest meine Erfahrung, kommt man wirklich sehr, sehr gut ins Gespräch mit den Leuten und kann sie sehr, sehr gut abholen. Ein Beispiel habe ich jetzt neulich erlebt, ich bin in der Bahn gefahren und dann bin ich im Abteil gesessen, ist ein Fahrgast noch mit reingekommen, hat die Zeitung auf den Tisch gelegt, war Berliner Zeitung und da stand irgendwie vorne drauf, ja, Berliner Flughafen noch teurer als erwartet. Ja, sehr überraschende Nachricht und dann habe ich ein Gespräch angefangen, ja, was denken Sie, wie teuer der noch werden wird und so weiter, das ist ja total absurd, was da passiert. Und dann kann man sehr schnell das Gespräch auf dieses Thema, wir Steuerzahler finanzieren das ja, und wir kommen da nicht raus. Also wir kommen ja in den Knast, wenn wir das nicht bezahlen. Also wir werden ja dazu gezwungen, das zu bezahlen und das ist nicht okay. Und insofern erwischt man die Leute immer auf diesem sehr, sehr breit angelegten, in der Gesellschaft angelegten Konsens. Also es ist ja nur ein Promillebereich, der irgendwie sagt, ja, Gewalt ist irgendwie Mittel zum Zweck und ist irgendwie okay, also so zumindest aus dem persönlichen Verständnis heraus. Also insofern finde ich den Ansatz des Voluntarismus, das ist eine Riesenchance, weil man kriegt unglaublich viele Leute damit eingefangen. Also selbst irgendwelche Leute, die, weiß ich nicht, also irgendwelchen politischen Richtungen nachrennen, es ist alles okay, ihr könnt euren Kommunismus meinetwegen gründen, ihr könnt euren Sozialismus machen und so weiter, aber was nicht okay ist, wenn ihr andere Leute mit Gewalt dazu zwingt, die das nicht haben wollen. Das ist so der kleinste gemeinsame Nenner und das kann jeder auch verstehen. Mal generell, habt ihr denn einen Missionsgedanken, eine Message, die ihr möglichst weit verbreiten wollt? Oder sagt ihr, ja gut, wer zu uns stößt, der ist uns willkommen, aber er muss uns schon von selber finden? Ja, also so missionieren wollen wir eigentlich nicht. Also wir wollen eigentlich nur den Scheinwerfer anmachen und mal ein bisschen darstellen, wie man so Dinge einfach mal aus einer ganz anderen Perspektive beleuchten kann und aus einer sehr philosophisch grundlegenden Perspektive. Und das ist, wie gesagt, immer wieder das Gleiche. Es ist nicht okay, wenn jemand anderen Leuten nichts tut, dann kann er eigentlich machen, was er will. Dann ist es alles völlig okay. Was wir als sehr, sehr wichtige Message empfinden, weil dieser Prozess sehr lange dauern wird, bis wir wirklich eine sehr viel friedlichere Welt haben, wie wir sie heute haben, ist eben der Ansatz bei den Kindern, bei den eigenen Kindern, die eben nach Prinzipien der Freiwilligkeit und der Kooperation und der Gewaltfreiheit vor allem zu erziehen. Also es ist ja heute noch so, dass Gewalt in der Kindererziehung sehr weit verbreitet ist und das ist uns auch ein sehr großes Anliegen. Also wir sind ja drei Leute zusammen mit dem Heiko, die Familie haben und kleine Kinder. Also ich hab selber kleine Kinder und ich probiere viele Sachen aus, über die ich auch die Videos mache und das funktioniert hervorragend. Es ist total, also im Vergleich zur klassischen Erziehung, so mit du musst das machen sonst und Autorität ist gut, das funktioniert viel besser, wenn man wirklich kooperativ mit den Kindern umgeht, mit denen viel redet, mit denen verhandelt, mit denen Verträge abschließt und so weiter. Das geht, selbst wenn die noch ganz klein sind. Natürlich müssen sie das erst einüben, man muss es denen auch irgendwie zigmal vorleben, aber das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und ich sehe jetzt schon bei meinen Kindern, wie die anfangen, diese friedlichen und kooperativen Prinzipien auch selbst zu leben, untereinander und dann auch im Verhältnis zu den Kameraden aus dem Kindergarten zum Beispiel. Ja. Das wäre auch so eine Sache, wo, ja, so ein ganz großer, wichtiger Punkt. Wir sehen die Gesellschaft auch immer so ein bisschen als Spiegelbild der Kindheit, in der wir aufwachsen, nicht? Also das ist so unsere Sichtweise, wenn wir unsere Kinder von vornherein zu Gehorsam erziehen, zu blinder Akzeptanz von Autorität, die auf Zwang beruht. Also genau das, was Peter sagte, räum dein Zimmer auf, sonst kriegst du ein paar. Oder räum dein Zimmer auf, sonst kriegst du das und das nicht. Und immer diese Machtspielchen auszuüben und die Kinder darauf zu konditionieren, dass sie gehorsam sind. Und wenn wir sie dann in Schulen stecken, wo sie dann, ich sag mal, in der Reihe sitzen zu Tageszeiten, wo sie noch gar nicht dafür eigentlich Interesse haben, dort zu hocken, von irgendeinem unmotivierten Typen, der vorne steht, der auch noch langweilig ist, das völlig falsche Zeug erklärt bekommen, wo die Kinder gar kein Interesse dran haben. Das sind alles Mechanismen, die dazu führen, dass die Kinder sich daran gewöhnen, an Gehorsam, an du musst ja tun, was irgendeine Autoritätsperson dir sagt und so. Da sehen wir einen ganz, ganz großen Angriffspunkt,
Also im Grunde die Freiheit, dass sie mit ihren Kindern zur Schule gehen. Ja, dass Schulen Kaderschmieden sind, die unsere Kinder industriell integrierbar machen sollen, das sehe ich schon ein. Aber wenn du sie nicht zwingst zum Zimmer aufräumen, ja okay, dann denke ich mal, wird es bei deinen Kindern aussehen wie bei Hempels und dann Sofa, oder? So, da liegst du völlig falsch mit deiner Meinung. Das ist einfach bei mir so gefragt. Es nicht aus wie bei Hempels unterm Bett. Nicht? Also das ist, es gibt völlig andere Möglichkeiten, mit Kindern umzugehen. Man muss sie nicht zu irgendetwas zwingen. Nicht? Die Kinder möchten was von mir und ich möchte was von den Kindern. Das ist wie bei den großen Erwachsenen auch. So, und wenn die Kinder, wenn meine Tochter beispielsweise, die ist 15, die möchte gerne, dass ich sie wohin fahre oder so. Ich sage, ich fahre dich gerne irgendwo hin, ich mache das. Ne? So, und beim nächsten Mal sage ich, ich möchte gerne, dass du dein Zimmer aufräumst, weil morgen will Mama da einmal durchsaugen oder so. Dann macht sie das auch. Also es gibt es gar nicht mehr, dass die sich so sperren und so. Das hat sich alles überlebt durch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Es gibt da kein mach das jetzt oder ich hau dir ein paar oder sowas. Solche Sachen gibt es bei uns nicht. Ist aber gang und gäbe in Deutschland, in Amerika, überall. Da gibt es Statistiken, wie oft noch geschlagen wird. Das ist furchtbar. Ja, also bei uns sieht es auch relativ ordentlich aus. Wir haben das Problem so gelöst, dass jeder, also ich habe zwei Kinder und die haben jeder ihre Ecke. Und da können die wirklich machen, was sie wollen. Außer es steht irgendwann mal vor Dreck, dann erklären wir das, ja, wir müssen den Dreck wegmachen und so weiter. Also wenn man den Kindern die Zusammenhänge erklärt, die verstehen das schon. Also nur die Tatsache, dass sie die Gedanken nicht äußern können, heißt noch lange nicht, dass sie sie nicht verstehen. Also es muss ja alles irgendwie durchprozessiert werden sozusagen. Erstmal muss das Verständnis da sein und dann muss es über das Sprachzentrum praktisch nach außen geäußert werden. Aber es ist schon so, dass sie sehr, sehr viel mehr verstehen, als wir annehmen. Und bei uns wir haben es halt mit dieser Chaos-Ecke einfach gelöst. Also die haben ja ihre Ecken und die dürfen da ihr Chaos machen. Und da ist auch Chaos und das ist völlig okay. Also man muss ja nicht irgendwie alles dogmatisch, hygienisch, keimfrei halten oder so. Stimme ich dir voll und ganz zu. Finde ich, ist ein ganz prima Ansatz. Und eigentlich ist es ja toll, dass wir in einer Zeit leben, auch in der sowas überhaupt möglich ist und denkbar ist. Vor 50 Jahren wäre es undenkbar gewesen. Das heißt, wir können heute schon wirklich neue Wege beschreiten und dadurch auch die Zukunft verändern. Ja, wer kann mitmachen, habe ich aufgeschrieben. Die Frage erübrigt sich, da kein Zwang vorliegt, kann natürlich jeder mitmachen oder auch nicht, ganz wie es ihm beliebt. Aber wie kann man euch denn unterstützen? Ja, also da gibt es, sag ich mal, mehrere Möglichkeiten. Wir haben einmal ein Forum, wo ich zum Beispiel gar nicht aktiv bin. Ich mache auch noch Werbung dafür, aber ich weiß, dass die anderen da sich mit vielen Helfern auch tummeln. Da werden teilweise zusammen irgendwelche Artikel übersetzt, irgendwelche Texte verfasst. Also wenn man gerne schreibt und sich auf der Basis von Texten auch austauscht, ist das Forum auf jeden Fall perfekt. Dann ist es generell wirklich so, dass wir jetzt Arbeit nicht wirklich planen, sondern Projekte entstehen immer daraus, dass irgendeiner einfach anfängt, etwas zu machen. Und so läuft das und so wird es auch immer laufen. Das heißt, es ist jetzt im Moment, haben wir jetzt eigentlich auch nicht wirklich Bedarf an jemanden, der jetzt irgendwie Grafik machen kann. Aber wenn jemand hier zuhört und sagt, Mensch, ich habe Fähigkeiten und ich fände das toll, wenn ich auch unter dem Namen freiwillig freie Inhalte mit veröffentlichen kann oder denen und helfen könnte, dann sollte jeder einfach nur schauen, was sind seine Möglichkeiten und dann überlegen, wie er die vielleicht einbringen könnte. Dann ist dort vielleicht schon das nächste Projekt entstanden. Oder wir finden da sicherlich eine Möglichkeit. Da sind wir für alles wirklich offen. Also alles, was freiwillig basiert und jeder, der Lust hat, darf gerne. Vielleicht aktuell. Es wäre schon schön, wenn es auch mal irgendwie so ein Treffen geben würde. Also uns wird es ganz oft per E-Mail angefragt, gibt es irgendwo einen Stammtisch? Aber wir selber haben da einfach keine Zeit für. Wir wohnen ja auch über Deutschland komplett verteilt. Aber wenn irgendjemand in einem Ballungszentrum wohnt und das in die Hand nehmen würde, würden wir das natürlich komplett unterstützen und natürlich da auch mal vorbeischauen. Einfach kreativ sein, wir sind ja kein Verein oder so. Also es geht uns nur um die Idee. Das heißt, wenn jemand eine richtig gute Idee hat, aber noch nicht so genau weiß, wie er sie umsetzen soll, dann kann er sich auch an euch wenden und dann könnt ihr das mit dem auch mal ein bisschen durchkakeln und überlegen, wie man das am besten angeht. Ja klar.
Also genauso kommt es halt zustande. Oder wir haben eine Idee und dann wissen wir wieder, Mensch, hier sind zwei, drei Leute, die haben Hilfe angeboten in dem und dem Bereich. Also auch das ist schon mal viel wert, wenn man irgendwie uns anschreibt per E-Mail. Gebe ich auch gerne hier info@freiwilligfrei.info. Ganz wichtig, zweimal Info. Wie gesagt, es ist halt schwierig, weil wir jetzt keinen Zeitplan haben. Ich kann jetzt nicht sagen, das sind unsere nächsten Projekte und das sind das die Arbeit, die im Moment noch ansteht. Da kann man natürlich dann auch besser planen, aber es haben sich so viele Sachen ergeben, die wir niemals gedacht hätten. Also insofern, wir sind dafür alles offen. Und natürlich, zu guter Letzt, wenn man über PayPal uns finanziell unterstützen möchte, kann man das auch. Aber Mitarbeit oder dass Leute halt aktiv unsere Inhalte weiterverbreiten, ist viel, viel wichtiger auf jeden Fall. Hm. Okay, erstmal bis hierhin danke. Wir sind gerade, merke ich, in die Zielgerade eingebogen und nähern uns langsam der Ziellinie. Wir kommen zum Ende des Interviews. Ich würde aber gerne euch vorher nochmal die Möglichkeit zu einem Schlusswort erteilen. Vielleicht kann jeder mal sagen, was er nochmal für wichtig hält, was ich nicht gefragt habe, was er gerne noch gesagt hätte. Ja, vielleicht fange ich mal an. Ich finde es immer ganz wichtig, auf sich selbst zu achten und selbst zu gucken, worauf habe ich persönlich denn einen möglichst großen Einfluss? Weil viele verfallen in diese Schiene, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf Dinge richten, die sie selbst gar nicht beeinflussen können. Also zum Beispiel auch dieses politische Tagesgeschehen und so weiter und hier ein Konflikt und da irgendwas und dort eine Gesetzgebung und was weiß ich. Die Medien sind ja voll davon und man kann sich dem kaum noch entziehen. Aber anstatt sich darüber aufzuregen und das alles irgendwie mitzuverfolgen und bis ins Kleinste und dann auch noch zu diskutieren oder so, lautet meine Empfehlung immer, guckt, was in eurem eigenen Leben eigentlich los ist und was ihr exklusiv selber beeinflussen könnt. Zum Beispiel mit wem ihr zu tun habt, mit wem ihr zusammenarbeitet, wie ihr mit euren Freunden umgeht, wie ihr mit euren Kindern umgeht, wie ihr mit eurer Familie umgeht und so weiter. Das ist was ihr wirklich selbst in der Hand habt. Und ich finde es wichtig, darauf zu achten und nicht seine Energie zu verschwenden auf Sachen, die man eh nicht beeinflussen kann. Weil was dann passiert ist, dass diese Sachen immer größer werden und immer größer werden und dann einem praktisch die Luft abschnüren und man vergisst dann selber für sich was zu tun und selber, man vergisst dann dieses Element der Effektivität. Also was tue ich eigentlich den ganzen Tag und bringt es mich überhaupt weiter? Und irgendwann wird die Luft dann so eng, dass es dann auch auf das Körperliche durchschlägt. Also das habe ich in Verbindung mit dem Thema Arbeit und Beruf habe ich das tagtäglich. Also zu mir kommen Leute, die sind dann auch körperlich ziemlich angeschlagen. Eben dadurch, dass sie das aus dem Auge verloren haben, was sie selbst wirklich beeinflussen können. Und dadurch, dass sie ihre Aufmerksamkeit in eine Richtung gelenkt haben, die eigentlich für sie gar nicht relevant ist. Also die für sie unbedeutend ist. Das wäre das, was ich so zum Abschluss noch sagen könnte. Das klingt auch sehr vernünftig. Wem können wir noch das Wort erteilen? Micha und Hauke, go. Ich habe da eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Also wir haben über viele Dinge gesprochen. Peter hat ein hervorragendes Schlusswort gefunden, wie ich finde. Falls jemand noch gute Kenntnisse von guten Hustensäften hat, auch die kann man zu freiwillig frei mailen, dann wird es mit meinem Hals auch wieder besser. Manuel, vielleicht hast du noch irgendwas Wichtiges? Nee, ich bin auch zufrieden. Was sagt der Michael? Ja, also ich habe im Prinzip auch schon alles gesagt. Ich wollte noch mal am Ende noch mal anmerken, weil wir natürlich auch oft gewissen Vorteilen ausgesetzt sind, dass wir als Volontaristen dann immer etwas Bestimmtes wollen. Wir werden oft gefragt, ja, was ist denn nun euer Plan und wie sieht denn euer Konzept aus und wie wollt ihr, dass irgendwas passiert? Und ich will nur sagen, dass das eigentlich genau das Gegenteil ist, was wir wollen. Wie schon Peter sagte, wir sind das Gegenteil von einem Ismus. Wir wollen, dass die Leute selber Verantwortung für sich übernehmen, damit auch die maximale Freiheit erlangen und solange das alles auf friedlicher Kooperation beruht. Nur so ist möglich, eine möglichst friedliche Gesellschaft zu erreichen und sie auch zu behalten. Und halt, wie auch schon gesagt worden ist, jeder ist mein Freund,
der friedliche Kindererziehung propagiert, egal woher. Also das ist für mich das Allerwichtigste. Unsere Gesellschaft ist das Kinderfeindlichste, was es gibt. Unsere Kinder werden ungeboren, verschuldet. Sie dürfen natürlich nicht wählen. Es wird über ihren Köpfen entschieden. Sie werden Autoritäten ausgesetzt. Ihnen wird die Sprache der Gewalt von klein auf beigebracht. Und ich wäre froh, auch wenn jemand sagt, ey, die Leute, die spinnen, was sie da sagen, wie kein Staat, wie keine Steuern, wie irgendwie was und so, wie soll das funktionieren, Chaos. Ist mir alles egal, solange ihr darauf achtet, eure Kinder friedlich zu erziehen und auch Leute dazu animiert, Kinder friedlich zu erziehen. Das ist das Wichtigste. Schön, das war ein tolles Schlusswort. Ich hätte kein besseres gefunden. Dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich. Rezepte gegen Erkältung gibt es gleich noch im Anschluss. Ich danke euch herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank fürs Dabeisein.